Schön, dass du mit dabei bist. Wir machen heute Sauerteig-Cracker. Und das Schöne ist, sie sind aus Sauerteig und sie sind vegan sogar. Das Tolle an diesen Sauerteig-Cracker ist, sie werden aus den Auffrischungsresten von Sauerteig gemacht. Das heißt, wenn du deinen Sauerteig selber herstellst, sei es ein Dinkelsauerteig oder auch ein Roggensauerteig, und du frischst den ab und zu auf, was machst du denn mit den Resten? Ich möchte sie nicht wegkippen oder will auch gerade kein Brot backen. Und da kommen die Cracker mit ins Spiel und da werden die gemacht. Der Ursprung dieses Rezeptes ist samskitchen.at, also sprich eine österreichische Seite. Ich habe das bei jemand anders auf Instagram entdeckt und gedacht, boah, die muss ich nachmachen und probieren. Und was soll ich sagen? Die erste Portion konnte ich gar nicht euch zeigen, weil die hat mein Mann wegschnabuliert. Und ich habe sie nachgebacken, habe sie natürlich wie immer ein bisschen abgewandelt, so wie ich es ganz gerne mag. Es gibt zwei oder drei Möglichkeiten, aber du findest bestimmt noch mehr Möglichkeiten, was du reinmachst. Und jetzt möchte ich nicht lange weiter sabbeln. Schau dir das Rezept an. Wie gesagt, ich habe Dinkel und Roggenteig und alles gemischt, wo ich frisch aufgefrischt habe. Frisch aus dem Kühlschrank, also auch keine Wartezeit, in 0, nichts gemacht. Und mein Mann sagt, die Version, die ich euch heute zeige, das ist so meine Standardversion, die ist ganz toll, die nimmt er mit zum Knabbern für unterwegs. Ich habe noch eine andere Version mit Zwiebel drin, die gibt es abends zum Snacken, weil davon kann man nicht genug kriegen. Aber die sagt er, die sind richtig mit den Nüssen oben drauf, die sind richtig toll. Ihr seht doch, die sind schön hauchdünn, wie sie halt auch sein sollen. Jetzt habe ich genug gesabbelt. Viel Spaß mit dem Video. Unsere Zutaten für unsere Sauerteig-Cracker sind Olivenöl, wie immer auf die Qualität hier achten, natürlich Sauerteigreste. Hier habe ich, wie du siehst, Weizensauerteig, Roggensauerteig, also alle Reste, die du hast, einfach reingetan. Die sind direkt aus dem Kühlschrank, also nicht großartig temperiert. Dann Vollkornmehl. Hier kannst du auch entscheiden, ob du ein Roggenvollkornmehl, ein Dinkelvollkornmehl, was du geschmacklich lieber magst, nehmen kannst. Es geht einfach nur, dass es vollwertig ist. Auch ein Dinkelvollkornmehl ist dann natürlich super. Dann habe ich hier Sesam und Mohn. Hier habe ich mir Leinsamen und Sonnenblumen als Topping gerichtet. Du kannst aber auch Cashewkerne, andere Mandeln, Haselnüsse, alles was du als Topping magst, verwenden. Salz und Paprika. Und daraus stellen wir jetzt unseren Teig für die tollen Cracker her. Und das geht wirklich ganz easy peasy. Wir geben alle Zutaten bis auf das Topping in eine Schüssel. Da brauchen wir nicht mal ein Rührgerät dazu, das kriegen wir so hin, und Salz und Pfeffer. Aus dem tollen Farbenspiel stellen wir jetzt eine homogene Masse her. Und während wir das Ganze jetzt schön verkneten, kannst du den Backofen auf 170 Grad Ober-Unterhitze vorheizen, denn gleich geht's hinein. Wir rollen das Ganze jetzt gleich auf ein Backpapier aus, auf dem wir später das Ganze auch in den Backofen geben werden. Ich gebe eine Glassichtfolie drüber, drücke das Ganze schon mal flach und ihr seht, es ist ein recht weicher Teig. Und rolle das Ganze richtig dünn aus, wie so ein Knäckebrot so dünn. Hier seht ihr, wie dünn ich das Ganze ausgerollt habe. Und jetzt nehmen wir unsere Saaten und die kommen jetzt auch noch mit drauf. Ich mische die durch. Ihr könnt auch Chiasamen nehmen, wobei ich habe unser einheimisches Superfood, sprich ich habe Leinsamen mit dabei. Da brauche ich nichts anderes mit dazu. Das Ganze drückt ihr richtig schön hinein, damit es auch richtig festgebacken wird und nicht später wieder runterfällt. Und wir schneiden das Ganze jetzt auch schon vor, denn das wird wirklich so knackig wie Knäckebrot. Jetzt könnt ihr wirklich eure Fantasie freien Lauf lassen, wie breit ihr das Ganze machen möchtet. Ich mache es relativ groß, da mein Mann sagt, mit den Kleinen hat er immer so ein schlechtes Gewissen, wenn die zu klein sind, dass er da gleich 5 auf einmal isst. Die Cracker wandern jetzt in den Backofen bei 170 Grad für ca. 10 bis 20 Minuten, je nachdem, wie knackig du sie haben möchtest. Und hier sind sie, fertig gebacken, schön braun. Ich nehme mal so ein Endstück, zeige euch jetzt mal von nahem so ein Endstück und weiß nicht, ob ihr es hören konntet, es knackt. Knackt richtig schön und muss sagen, es schmeckt richtig toll. Also es ist so eine Mischung von Knäckebrot und Snack. Und ich finde es wunderschön. Und ich habe die hier ein bisschen länglicher geschnitten. Die sehen jetzt so aus. Das ist so eine Größe, die mein Mann bevorzugt. Ich habe es hier nochmal
Ich habe hier noch welche gemacht, da habe ich noch eine andere Mischung mit dazu gemacht. Die habe ich in Dreiecke geschnitten, finde ich eigentlich auch ganz witzig, zum Dippen halt wunderschön. Und diese mit Zwiebel noch mit dabei, ein bisschen granulierter Knoblauch. Und der Leinsamen ist hier nicht oben drauf, sondern der ist gleich mitgebacken worden. Und wie ihr hört, auch die sind richtig toll knackig und hauchdünn, wie ihr sehen könnt. Jetzt hast du gesehen, wie einfach diese Sauerteig-Cracker zu machen sind. Na, habe ich zu viel versprochen? Die hast du in Handumdrehen gezaubert und musst kein schlechtes Gewissen mehr haben, dass du deine Sauerteigreste wegschmeißen musst oder anderweitig entsorgen musst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, wenn du selber sagst, ich habe das mit den Gewürzen probiert oder mit den Nüssen noch und es war super lecker. Würde ich mich freuen, wenn du mir das unten kommentierst. Und wenn du es nachbackst, würde ich mich freuen, wenn du den Hashtag Andersbacken verwendest. Dann sehe ich nämlich, was du nachgebacken hast. Jetzt kommen gleich noch ein paar Videos als Vorschläge, wo du nachschauen kannst, was es noch von mir gibt. Natürlich findest du auch da oben drin den Link direkt zum Rezept. Und im Nachgang nach den Bildern, die jetzt gleich folgen, wirst du auch noch sehen, wo du mir überall noch folgen kannst, wenn du noch irgendwelche Fragen hast. Aber die kannst du mir natürlich auch unten in die Kommentare schreiben. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn ich wieder von dir lese, von dir höre, wenn ich einen Daumen hoch bekomme. Und falls du mich nicht abonniert hast, jetzt wäre nochmal die Gelegenheit. Bis bald, deine Silke.